Okay, yeah. Was ist das? Und zwar ein neues Let's Play. Willkommen hier zu Fortnite Battle Royale. Das Spiel ist, wie der Name schon sagt, ein Ableger von PUBG, Players Unknown Battle Royale. Und zwar einfach von Fortnite, dem, ja, eigentlichen Spiel, einfach ein Battle Royale Ableger. Ganz einfach gesagt. Und ich denke, jeder kann mit Battle Royale was anfangen. Und das ist weiterer Erklärung nichts bedarf. Runterfallen ist ein bisschen laut. Es ist an für sich 1:1 wie PUBG, nur mit dem Unterschied, dass wir hier Sachen abbauen können. Wir können hier auch, indem wir, wenn wir Q drücken, seht ihr rechts unten, haben wir unsere Blaupausen. Können wir Wände, Treppen und so weiter was hinzufügen. Wir können uns sogar ganze Häuser bauen, wenn wir wollen, wenn wir in der Safe Zone sind. Aber ansonsten ist es an für sich genau wie Battle Royale. Mit dem kleinen Unterschied noch dazu, dass wir vielleicht sogar hier keinen First Person haben. Und ja, wie gesagt, geil ist halt, dass wir hier kein... So, erstmal hier. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich muss mir was abbauen. Kann ich mir? Nee. Ja, dieses Wim oder dieses Glitzern, das andeutet, dass da oben noch eine Kiste ist mit guten Sachen. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal hier Holz. Und guck, dass ich hier gerade mal eine kleine Treppe hinbaue. Hier die Kiste. Und holen wir erstmal die ganzen Sachen hier. Jawohl, nice, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, was wir hier haben. Wir sind schon mal gut equipped. Wie gesagt, ich würde sagen, zu dem eigentlichen Spielprinzip braucht man nicht viel zu sagen. Battle Royale Modus ist jedem bekannt. Jeder gegen jeden. Es gibt eine Safe Zone, in die wir rein müssen. Es gibt eine, ja, Welle, beziehungsweise hier heißt es, glaube ich, Sturm, die Safe Zone immer kleiner werden lässt, beziehungsweise uns dann Schaden zufügt, wenn wir nicht in der Safe Zone in der Zwischenzeit sind. Ihr seht, die Map ist wie auch in PUBG genauso gestaltet. Ihr seht rechts oben die Minimap. Wir wissen direkt, wo wir hin müssen. Und ja, es macht sehr viel Spaß. Man ist relativ schnell tot, wenn man nicht aufpasst. Oh, da hinten ist ein Gegner. Was? Ach. Komm schon! Wie viel hat er denn noch? Oh, echt jetzt? Ich hab den gerade mal ein bisschen... oh mein Gott, okay. Da hätte ich vielleicht eher auf die Schrotflinte wechseln sollen, die ich noch dabei hatte. Die wäre vielleicht in dem Fall besser gewesen. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wie man vielleicht auch den Schussmodus wechselt. Das müsste ich vielleicht in der nächsten Runde mal ausprobieren. Und wir sehen auch hier unten, wir haben eine sogenannte Rüstung oder Armor oder Schild, wie man es auch mal nennen möchte. Das lässt sich mit Tranks auffüllen, die wir auch in der Welt finden, wie ganz normales Loot. Das gibt es noch als Unterschied zu sagen. Und die Welt ist auch nicht ganz so groß wie in PUBG. Des Weiteren ist das ganze Ding noch auch im Early Access natürlich. Ist noch nicht so lange draußen. Und wir haben einmal die Solo-Queue, wir haben die Duo-Queue und wir haben den Spielmodus Einheit. Ich gehe davon aus, dass wir dann bis zu 4 Leute in einer Einheit quasi spielen können. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können. Und dann können wir nämlich auch in der Einheit können wir dann sagen,
Warte, so. Können wir dann sagen, ob wir das Team ergänzen wollen, wenn wir jetzt zum Beispiel nur drei Leute sind? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit PWP und Blue Lutz das spielen sollte, wäre ja noch ein Platz frei, dann könnte ich sagen, okay, wir wollen noch einen Random Player mit dabei haben, oder ich sage nicht ergänzen, dann sind wir halt einfach nur eine Dreier-Einheit. Aber da ich jetzt im Moment alleine bin, will ich nur Solo-Queue spielen. Ich habe jetzt extra den Bildschirm mal mit ausgewählt, dass ihr einmal seht, wie es aussieht, wenn man die Spielersuche macht. Hier ist einfach ganz normal die ganz normale Lobby. Wir haben hier Bestenlisten, die noch nicht verfügbar sind, und wir haben hier die Werte, die wir bisher haben. Ich habe noch keine Siege gemacht. Weder bin ich in die Top 10 noch in die Top 25 gekommen. Und ich habe auch gesehen, dass ich erst 13 Minuten das Spiel gespielt habe. Das heißt, ich bin wirklich noch recht frisch in dem Game drin. Und deswegen müsst ihr es mir echt verschmerzen oder müsst ihr mir echt verzeihen, wenn ich hier mich verhalte wie ein Noob. Es gibt die drei grundlegenden Materialien, Holz, Stein und Eisen, und dadurch können wir auch, wenn wir Q drücken, uns hier die einzelnen Sachen, die Blaupausen zurechtlegen. Können mit rechter Maustaste entscheiden, ob es Stein, Eisen oder Holz sein soll. Und je nach Bedarf das dann einfach platzieren. Aber ich habe standardmäßig auch Holz ausgewählt. Ich lasse auch Holz, weil das wenn man meistens dann eh Holz bekommt. Und ja, in alter PUBG-Manier wartet man jetzt hier in der freien Lobby, bis es losgeht. Maximal 10, glaube 1,50, geht aber dann relativ schnell runter. Und wenn das Auto oder der Bus hupt, dann sind es nur noch 10 Sekunden und dann geht es auch los. Wir haben auch oben den Kompass mit den altbekannten Nord, Süd, Ost, West und den Gradzahlen, was ganz gut ist. Aber wir kommen von da oben runter. Und ich würde sagen, wo springen wir raus? Wir springen hier bei den Salty Springs springen wir raus. Oder wollen wir hin? Für Kaffee? Und wir sagen, wir springen jetzt. Dann können wir hier nach Salty Springs. Dazu gibt es noch einen Tag-Nacht-Wechsel, was auch ganz cool gemacht ist eigentlich, ganz angenehm. Dann ist das nicht so eintönig. Es tut sich was in der Spielwelt und hier sieht man schon, der Sturm braut sich zusammen und das ist quasi dann die Zone. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier auf dem Dach landen. Okay, dann gehen wir in das Haus. Okay, dann gehen wir da rüber. Da waren überall schon Leute. Und da haben wir auch schon die erste Waffe. Gehen wir hier in das Haus noch rein, machen die Tür wieder zu und arbeiten uns von oben nach unten. Ja, das sieht schon mal gut aus. Direkt hier eine goldene Waffe oder orange eine Waffe. Das ist ein bisschen unterteilt in die Waffenklassen. Ah, das brauche ich jetzt nicht. Kann ich die Waffe auch irgendwie direkt fallen lassen? Naja, egal. Ihr seht also, ich habe jetzt wirklich noch nicht so viel. Die Wand hier weg. Aufmachen und erstmal alles looten, was geht. Jemand kommt. Aber wir haben hier oben auf dem Dach noch eine Lootkiste. Das hört man. Sind wir so gut? Sind wir jetzt wirklich so gut? Runtergekommen. Decken zupfen. Dass wir in der Zone. Wow. Nice. Nice, Leute. Also. Wir gucken jetzt gerade mal hier aus dem Fenster. Also mindestens zwei Leute sind hier in der Gegend noch mit runtergekommen. Da oben läuft einer am Baum. Ich würde behaupten, das ist ein Sniper. Wenn natürlich hier die Sniper hast, bist du natürlich hier erstmal der King. Ist natürlich ein riesen Vorteil. Und wenn mich nicht anders täuscht, ist da oben läuft noch ein.
Oder ist es die gleiche Person? Ich kann es nicht genau sagen. Diese Zone wird sich eventuell... Wir warten mal das erste Mal ab. Wir campen jetzt hier ein bisschen. Da kommt auch noch einer. Also hier, ihr seht schon, hier in dem Bereich geht es gerade echt gut ab. Wir nehmen jetzt einfach mal das Gameplay des Campers in Anspruch und beobachten das Ganze erstmal aus einer guten Position aus, wo man uns nicht direkt sieht, weil hier schön die Bäume und Büsche davor sind. Und hören ist natürlich, wenn Leute hier reinkommen wollen, weil die Tür zu ist. Wir können es natürlich auch... Ne, können wir nicht in die Ecke verstecken. Mit I geht ihr ins Inventar. Können wir gerade mal reingucken. Und da sehen wir alles. Also ich könnte jetzt auch hier die Waffe oder das auf den Boden schmeißen, indem ich es einfach nach oben wegziehe. Und wir sehen, wie viel Munition wir haben. Und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es geht auch... Keine Ahnung. Ich kann leider nicht sagen, ich habe Fortnite an für sich, das normale Spiel, noch nie gespielt. Ich weiß, dass man sich eine Base baut und dann kommen einzelne Zombie-Wellen oder was auch immer. Und die Base muss standhalten. Das ist, glaube ich, das grundlegende Spiel. Aber... Okay. Die Zone wird kleiner. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wo ist es? 4, 3, 2, 1. Wie wird sie kleiner? Noch? Okay. Alles klar. Wir sind hier wirklich gut gelandet. Ich halte das jetzt mal im Auge hier, die Tür, wenn ich hochgehe. Weil ich glaube, dass ich genug Steine habe für eine Treppe. So, dann holen wir uns ein Stück Sinn. Und eine Sniper, das ist nice, das ist sehr gut. Dann lassen wir die nämlich fallen hier. Nehmen natürlich die Schrotze mit. Behalten hier erstmal alles im Auge. Hab ich da was gehört? Ich sehe nichts. Eventuell sind die Leute weitergezogen. Ich würde jetzt auch sagen, dass wir mal weiterziehen, sonst wird es hier zu langweilig. Aber wir nehmen den Hinterausgang. Und wir schaffen uns mal hier vielleicht an dem Turm einen guten Ausgangspunkt, um ein bisschen zu snipern. Wow! Was? Auf die Entfernung? Ach komm. Hallo, Motherfucker. One-Shot. Okay, der muss wohl auch eine gute Sniper gehabt haben. Was hat er? Ja, okay, alles klar. Wenn du natürlich hier gut bist, dann
Oh, fuck, ey. Und ich war so gut ausgerüstet. Naja, gut. Okay, ab zum nächsten Game.